So, damit hallo und herzlich willkommen hier ja, zur nächsten Rallye in der Rallye H3 Rideable Drive Meisterschaft. Wir sind hier zum vierten Ort in Monte Carlo angereist. Die vorletzte Rallye in dieser Meisterschaft steht vor uns und im Meisterschaftskampf ist noch alles offen. Dementsprechend ist hier ja die Eispartie in den Bergen von Südfrankreich von Bedeutung, denn Unracer führt ja mit gerade einmal eben diesen 7 Punkten. Er war mit Boogie, er war mit Boogie ja punktgleich, hat dann durch den Sieg in Deutschland den Abstand eben ausgebaut. Heißt, wenn Boogie heute wieder gewinnt, sind sie dann wieder punktgleich, ne? Also das könnte hier, und das wird es hoffentlich auch, eine sehr, sehr tolle Meisterschaft werden, was auch die Fahrerwertung betrifft. Mulchan auf der 3, dann noch vor Septab, wenn ich das hier richtig lese. Stepan Stepanovic auf der 5, der beste Renault da im Feld, der beste Opel ist noch Cent und der beste und einzige bisherige Ford ist Mac Kuschet-Detzen, hat immer noch keinen Mann hergebracht. Ja, so viel zu der Fahrerwertung in dieser Dirt Rallye Meisterschaft. In der viertletzten übrigens in dieser ersten Game-Serie, die wir haben. Wir neigen da uns langsam dem Ende zu, aber jetzt geht es erstmal zum Anfang dieser Rallye hier. Der ist ja bekanntlich auch wichtig. Und ja, 12 Piloten haben sich nach Monte Carlo gewagt. Andreas führt erstmal vorne weg vor Boogie. Dann Fullspin neu mit dabei, auch in dieser Saison in einem Lancia. Gute Wahl in dem Fall. Septab ist Vierter aktuell mit der viertschnellsten Zeit vor Stepan Stepanovic. Der ist ihm immer auf der 5 unterwegs. Ansonsten Mulchan entspricht nicht aktuell seiner Leistung, aber gut, kann er noch werden. Haben wir noch 6 Etappen vor uns. Und ja, ganz hinten auch Dan in einem zweiten Ford Sierra hier neu mit dabei. Zweite Etappe ging dann auf dem Asphalt los. Wir haben ja hier Asphalt und Schnee, beziehungsweise Mischmasch. Und ja, in dem Fall hat jetzt Analyse an dieser Etappe 5 Sekunden verloren. Dementsprechend ist jetzt Boogie also in Führung mit dem Lancia Stratos, der hier ja dann doch auch mit als Favorit gilt, neben dem BMW. Ne? Sieht man auch noch anhand der Verteilungen. Auf der 13 zwischen Septab, Mulchan hat jetzt auch noch nach vorne gekämpft, Karum der Mittelteil, sauber Fender, stark nach hinten gefallen, hat jetzt in dieser Etappe über eine halbe Minute verloren. Ja, entweder Zeitstrafe oder dann doch Fahrfehler. Du kannst ja hier auch in Monte Carlo recht schnell ja, den Hang runterstürzen und dann bist raus. Hoffen wir, dass heute keinem passiert. So, Arnold ist ja jetzt hier in dieser Etappe ja schnellst, allerdings reicht es nicht. Boogie hat so viel Abstand zu ihm, dass es für ihn noch reicht. Denn aktuell, wenn das jetzt so die Wertung wäre, den ersten Platz mit nach Hause zu nehmen, wäre für die Wertung natürlich sehr gut. Und wenn sie nämlich jetzt punktgleich auf der 3 nach wie vor Septab im zweitbesten BMW, währenddessen Mulcher mit Stepan hier die Plätze tauscht und der Ascona im Hintergrund sich hier auf dem Eis wegdreht, das ist halt bei dem Heckantrieb hier so eine schöne Sache. Und ja, auch sicherlich, oder sieht man hoffentlich, oder ja, haben wir es bisher in unserer Dirt Rallye ja, Laufbahn selten gesehen, Heckantrieb. Die Premiere fand aber auch mit Heckantrieb statt, eine H2 und so, wer das noch vielleicht noch weiß, vor einem Jahr. Also, warum nicht? Also, jetzt ist wieder Andreas der Schnellste da vorne, währenddessen sich das Kunde wieder wegdreht, da im Hintergrund. Ja, das Eis, wie gesagt, hier Mischmarsch-Stellung, mal links, mal rechts, mal gar nicht. Kannst du dann doch recht schnell ins Strugglen kommen. Ja, ansonsten bleibt erstmal alles gleich, wenn jetzt ein Kuhn sich hier nach vorne arbeitet, auf die 6 vor. Lief ja am Anfang der Saison auch nicht so gut für ihn. Aber gut, dann hat es zum Schneien noch angefangen. Amaris erfüllt inzwischen die komplette Tabelle wieder an, wie auch die Fahrerwertung. Wäre für ihn natürlich sehr, sehr gut, aber gut, ne? So schnell man hier auch wieder nach vorne gehen kann, aber das sieht man jetzt bei Boogie, da ne, kann man auch wieder nach hinten losgehen. Ne? Auf der 3 haben wir dann Septab vor Stepan wieder mal. Ansonsten Apala jetzt nach vorne gesetzt, Kuhn verliert dann einen Platz. Ansonsten auch Sabofan ist da jetzt auf die 8 nach vorne. Zend hat da jetzt verloren, ist aktuell auf dem letzten Platz. Ja, der einzige Opel, der hier heute antritt in Monte Carlo in Monaco. Bei dieser Eisrallye auf der 6. Etappe dann bei, naja, Dämmerung. Ist es nochmal Boogie, der jetzt hier zeitlich was aufholt und ja, das heißt dann halt in der letzten Etappe Gas geben und dann hat man es vielleicht noch geschafft. Wer sich noch vielleicht zurückerinnern kann, in der R5-Weltmeisterschaft, die ja übrigens jetzt dann in dieser Woche hier auch wieder fahren wird in Spanien diesmal, da hat ja Christoph Fabian Arnon Racer geschlagen um eine gewisse Zeit. Also mal gucken, ne? Vielleicht ist Arnon Racer hier auch einfach ein bisschen schwächer unterwegs als seine Gegner. Mal gucken, was am Ende die Zeit bringt. Ansonsten Stepan immer noch vor Mulchan, Apala dann dahinter und dann dahinter wiederum
der Schweizer. So, siebte Etappe. Und es ist Buki, der jetzt hier sich nochmal einen Platz nach vorne arbeiten konnte. Sehr schön. Da vor anderen Racer im BMW. Sein Markenkollege auf D3 nach vorne. Mulchern auch auf D4 jetzt letztlich. Alles super duper. Eine Person fehlt übrigens. Das ist Fullspin, der da dann auch 12. werden wird. So viel kann man, denke ich mal, jetzt schon mal sagen. Da sowieso auf dieser Stelle, die ich vorhin meinte, mit dem Thema den Abhang runterstürzen. Die meisten Mauern halten ein Auto zwar aus, aber ja, diese Holzleitplanke eben nicht. Also, da gucken wir uns mal das Ergebnis nochmal an. Buggy gewinnt also diese Rallye Monte Carlo. Das heißt, ins Punkte, wenn wir uns gleich angucken, soweit ich weiß, sollte es dann ein ja, Gleichstand sein. Auf der 3 Zip-Top gefolgt von 4 Mulchi und der 5 der Ponce Panovic. Auf der 6 Apalla gefolgt von 7 Sauer von 8 Kuhn. 9 wird Karo oder 9 Ter wird Karo um 10. Dann Denon sind auf dem 11. Platz hier. 12 dann Fullspin. Das ist euer Ergebnis hier aus Monte Carlo. Und dann blicken wir gleich noch einen, ja, da werfen wir nochmal einen Blick auf die Wertung. Und wie ich schon gesagt habe, Punktegleichheit. Herstellt also zwischen Analyzer und Pookie, ganz kurz gesagt, hatten wir ja schon einmal in der H1 war das, sollte es wieder so sein, dann wäre es so, dass die Etappensiegzahl entscheiden würde, sprich wer eben dann mehr Einzeletappen für sich entscheiden konnte. Bei der Saison jetzt ein bisschen aufwendiger, aber gut. Auf der 3 Sepp hat er jetzt inzwischen einen Punkt vom Mulcher, auch da wird es nochmal interessant, um die Bronzemedaille Mulcher mit einer sehr, sehr starken Saison in dieser ja, aktuellen Zeit letztlich. Stefan auf der 5 nach wie vor, Apalla auf der 6, der Kollege mit Weltflagge. In der Markenwertung sind es ja auch wenig Punkte dazwischen BMW und Lancia, also auch das wird eine sehr interessante Sache und das wird uns dann letztlich nächste Woche dann in Australien, so ein bisschen das Geschehenes geben. Vom 18. bis zum 24. Mal die letzte Rallye, hier sehen wir mal den vor dem Bild, passt ein bisschen zur Umgebung. Ja, Australien, Schotterrallye, ne? Bei den meisten Fahrern beliebt, aber bei ein paar nicht, also fast schon so ja, 50-50 eventuell, wenn du jetzt mal eine ausgewählte Leute fragst. Mal gucken, was wir dann sehen werden. Wer für sich vor allem die H3-Krone aufsetzt, ist es dann Boogie, der dann zum 6. Mal gewinnen wird, oder ist es dann doch Arnold, dass er dann, naja, schon 4 Titel in der Tasche hätte. Und das wäre dann eigentlich auch, ne, mit dem Bezug auf die Game-Serie eine sehr interessante Sache. Wer holt sich die nämlich? Wer gewinnt das Ganze? Werden wir sehen. Bleibt gesund, ne? Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.